gerade zur Advent- und Weihnachtszeit gibt es viele Bräuche, Überlieferungen und Mythen. Bei einigen kann man die Herkunft erklären, wie zum Beispiel beim Nikolaus. Andere bleiben unklar und sind bis heute ein Rätsel. So auch ein kleines Wesen, das immer zur Weihnachtszeit auftaucht. Es ernährt sich vorzugsweise von Kuchen, Gebäck und anderen Leckereien. Bis heute hat es aber noch nie jemand zu Gesicht bekommen. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten. Denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen und mit Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Garn gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage. Doch plötzlich aus dem Loch heraus kriecht sie am Weihnachtstage. Zum Beispiel war vom Festgebäck das Muttergut verborgen, mit einem Mal das Beste weg am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rund heraus, ich habe es nicht genommen. Das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar das Marzipan von Peter, was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Der Christian rief rund heraus, ich habe es nicht genommen, das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hingen, ein Weihnachtsmann nebst Eierschaum und anderen leckeren Dingen. Die Nelly sagte rund heraus, ich habe es nicht genommen. Das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Hans und der Papa, die riefen, welche Plage, die böse Maus ist wieder da und just am Feiertage. Nur Mutter sprach kein Klagewort. Sie sagte unumwunden, sind erst die Süßigkeiten fort, ist auch die Maus verschwunden. Und wirklich wahr, die Maus blieb weg. Sobald der Baum geleert war, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt war. Sagt jemand nun bei ihm zu Haus, bei Fränzchen oder Lieschen, da gäbe es keine Weihnachtsmaus, dann zweifle ich ein bisschen. Doch sag ich nichts, was jemand kränkt, das könnte euch so passen. Was man von Weihnachtsmäusen denkt, bleibt jedem überlassen. Das war die Weihnachtsmaus von James Krüss. Ihnen wünsche ich schöne Festtage, bleiben Sie gesund und achten Sie auf die Mäuse.